Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Bei mir hat sich jetzt in kürzester Zeit wieder einiges angesammelt und das wollte ich euch gerne mal zeigen. Ich fange an, als erstes zeige ich euch die ganzen Blu-Rays, dann DVDs, dann ein Steelbook und noch zwei Hardboxen. Aber fangen wir gleich an, hätte mir als erstes der Ginger Clown mit dem Tim Curry. Das ist auch der, wo der Pennywise in Ace spielt. Ich stehe total auf so Clown-Horror-Filme à la 100 Tears, Killer Clowns from Outer Space, Stitches und so weiter. Und denke, muss ich mir den auch holen. Film ist übrigens sehr gut. Also wer den noch nicht gesehen hat, unbedingt mal angucken. Ja, Blu-ray sieht gut aus. Film hat auch Wendecover. Dann hätte mir als nächstes ein Upgrade von meiner Halloween-Sammlung, Halloween Age 20. Den hatte ich ja die ganze Zeit auf DVD. Und jetzt haben wir ihn upgraded auf Blu-ray. Da ich ja absoluter Halloween-Fan bin, möchte ich da auch meine Halloween-Sammlung Stück für Stück immer ein bisschen besser machen. Ja, Blu-ray sieht gut aus. Film hat auch das alternative, komm raus, alternative Wendecover, wo er und seine Schwester sich im Spiegel sehen. Aber da gefällt mir das mit dem Kürbis doch um einiges besser. Dann als nächstes hier, der Ninja-Kommando. Liegt hier vorne der ungeschnittene Fassung. Also ich finde, der Film ist absolut Kult und wer den noch nicht gesehen hat, auch unbedingt anschauen. Gerade wenn man so auf so Ninja- und Martial-Arts-Filme steht, ist der eigentlich ein absolutes Muss. Ja, Blu-ray sieht gut aus. Film hat da Wendecover. Dann hätte mir als nächstes Kriegerin. Den Film kenne ich jetzt noch nicht. Ich habe nur schon einiges von dem gehört. Nehmen nur für 5 Euro rumliegen gesehen. Den kann kommen, nehme ich schon mit. Ja, Blu-ray sieht gut aus. Film hat ein Wendecover. Dann hier als nächstes wieder Upgrade. The Buried, lebendig begraben, mit Ryan Reynolds hier in der Special Edition. Den hatte ich ja auch die ganze Zeit auf DVD. Muss sagen, ich finde den Film eigentlich richtig gut. Und ich denke, komm, den Great Star ab. Ja, Blu-ray sieht gut aus. Film hat ein Wendecover. So, jetzt kommen wir mal zu der DVDs. Hätten wir hier als erstes The Pets. Hier in der Special Edition mit Stickerbogen inklusive 3 Minimovies. Die Minimovies habe ich zunächst gesehen, aber der Film, und ich fand den absolut genial. Also ich habe mich da ein paar Mal richtig weggeschmissen vor Lachen. Also wer gern lacht und auch Zeichentrickfilme auch guckt, den auf jeden Fall anschauen. Ja, DVD sieht gut aus. Film hat ein Wendecover. Das ist hier der Stickerbogen mit den ganzen Charaktere. Dann als nächstes hier, der Feuer und Eis in der Remastered Edition. Mit einem Haufen Extras. Schon einer von den Lieblingsfilmen von gutes Lane McGross. So habe ich mir den Film mal wieder ins Gedächtnis gerufen, als ich mal eins von seinen Videos angeguckt habe. Und wenn der rumliege gesehen, den nehmen wir mal gleich mit. Ja, DVD sieht gut aus. Film hat da Wendecover. Dann hier als nächstes wieder Upgrade von meiner Halloween-Sammlung. Halloween 25 Years of Terror hier in der Special Uncut Edition. Da hatte ich ja die ganze Zeit nur die 16er Fassung. Und ich erkläre euch auch, was der Unterschied ist. Also die Doku bleibt gleich ab 16, nur das Bonusmaterial ist jetzt ab 18, weil das geht in der normalen Edition 16 Minuten und hier 166 Minuten. Ich habe ja bloß die Hülle ausgetauscht, weil die ziemlich verranzt war. Jetzt kommen wir mal zum Steelbook, und zwar ist das Steelbook von I. Frankenstein. Anscheinend gehöre ich zu einer von wenigen, wo den Film richtig gut finde, aber Geschmäcker sind ja halt verschieden. Steelbook ist richtig schön, hier vorne auch geprägt. Hier haben wir noch die J-Card, da haben wir DVD, ja, die sieht gut aus. Da hätte man noch so einen kleinen Innendruck. So, jetzt kommen wir mal zu der ersten Hardbox, und das ist die große Hardbox von Death Ship hier in der High Grade Collection. Das ist hier die Nummer 10. Film ist natürlich ungeschnitten. Ich stehe total auf so Filme mit so Geister-Horrorschiffe à la Ghost Ship, Triangle und so weiter. Wenn ihr da übrigens so Filme wisst mit der Thematik, bitte unten in die Kommentare schreiben. Ja, DVD sieht gut aus. Und als letztes hätten wir hier noch die große Hotbox von Witchery. Auch hier die High Grade Collection. Das ist jetzt hier die Nummer 16. Natürlich auch ungeschnitten mit der Linda Blair und David Hasselhoff. Den Film gibt es, glaube ich, noch unter einem anderen Namen. Ich glaube Horror House 4 oder Horror House 5, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir sie auch in die Kommentare schreiben. Ja, DVD sieht gut aus. So. Dann sage ich mal Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei einem von meinen nächsten Videos. Euer Stone Cold.